Herzlich willkommen hier zu einer neuen Serie auf dem Zockerdudes-Kanal mit euren Rotaldo. Und ja, wir spielen hier eine Pack Road to Glory. Ich hoffe, euch wird's gefallen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben. Das würde mich richtig, richtig freuen, wenn wir hier zur ersten Folge vielleicht 500 Likes knacken würden. Das wäre richtig, richtig cool. Und ich werde euch mal so ein bisschen sagen, um was es sich dreht. Das wird eine ziemlich einfache Pack Road to Glory sein. Und wir werden mit einem gewissen Spieler spielen, den wir mit genau diesem Account gezogen haben. Und ich werde einfach mal auf die Mannschaft gehen. Zack. Und da haben wir, ja, den Wayne Rooney, den 90er Rooney. Den wollen wir mitnehmen, den wollen wir hier in dieser Serie so ein bisschen durchziehen. Und ich habe mir so gedacht, wir starten einfach mal mit irgendwie 3 oder 4 Packs, je nachdem, wie viele wir brauchen, um das Team voll zu kriegen. Und werden dann Spiele machen. Man kann sich natürlich überlegen, ob man vielleicht nachher so ein paar Abzüge machen will noch, so ein paar Strafen spielen. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch da so vor Augen schwirrt, ob ihr da irgendwelche Ideen und Vorschläge habt. Würde mich auf jeden Fall richtig freuen. Und dann legen wir jetzt los, machen ein paar Packs auf und schauen, wie unser Team dann aussieht. So, damit haben wir jetzt unsere Mannschaft fertig. Wir haben eine Bank, alles aus gezogenen Spielern. Ich habe jetzt hier so lange Packs aufgemacht, bis wir alle Positionen besetzen konnten. Und die Mannschaft natürlich jetzt hier nicht die beste Chemie. Was wir natürlich jetzt erhoffen, ist durch die Spiele unsere Packs oder beziehungsweise unsere Spieler zu verbessern. Und ja, gucken wir mal, ob das überhaupt hinhaut. Und da starten wir direkt mal rein in das erste Match. So, da haben wir unseren ersten Gegner. Sieht auf jeden Fall spannend aus. Mal sehen, was für ein Team er hat. FC Beast Mode. Okay. Ja, also die Chemie ist auf jeden Fall deutlich besser als unsere. Dafür haben wir natürlich da ganz krasse Spieler auf jeden Fall auch auf dem Feld. Sehr schön. Van Persie. Van Persie. Schade, Pomade. Das wäre schön gewesen. Oh, Braniak! Eieiei, das wäre es fast gewesen. Der erste Schuss von uns. Rooney! Und der ballert das Ding ins Tor. Wayne Rooney mit dem 1:0. Sauber abgelegt, da setzt er sich aber richtig hart durch und dann ballert es aber richtig im Karton. Mann, hat der Junge einen Schuss. Hat der einen Schuss? 97 schießen. Das Ding wandert aber fast schon durchs Netz. Das sind unsere ersten 2 Packs, die wir hier machen. Sehr schönes Ding. Van Persie, Van Persie, Van Persie. Oh, Van Persie. Weiter Ball, den haben wir aber. Quadrado. Sehr gut. Leider hat er den abgefangen. Und der Schuss, der geht leider nicht aufs Tor, sondern in die Tribüne. Mist, das wäre die Chance gewesen. Erste Halbzeit vorbei, wir führen 1:0 durch ein schönes Tor von Wayne Rooney. 4:2 Schüsse, das ist in Ordnung. Wir gewinnen hier auch einiges an Zweikämpfen. Ja, unser Team ist natürlich noch nicht perfekt, aber auch noch nicht so schwach. Ich denke, damit können wir ganz gut arbeiten. Oh, Rooney! Da täuscht er nochmal den Schuss an und fetzt dann hart drauf, aber leider nicht ins Tor. Mann. Ist aber mal richtig. Haben wir da ein Glück. Der Treffer geht nicht rein. Eieiei. Komm, gib mal hart. Hau das Ding nach vorne. Mist, Van Persie hält da den Fuß nicht richtig hin. Wieder
Wieder Rudy, wieder einmal trifft Wayne Rudy zum 2:0. Oh Mann, das sind weitere zwei Packs. Pam, drin mit dem Ding. Sauber, da gewinnen wir 2:0, wenn es so bleibt. Schade, Mann. Tichy probiert's richtig offensiv jetzt hier, unsere gesamte Mannschaft. Aber sie passen auf. Sie passen da richtig gut auf. Van Persie, Van Persie. Und er trifft ins Tor. Den Torwart düpiert. 3:0. Robin Van Persie mit dem ersten Spiel hier so einen rauszuhauen. Das ist schon eine ganz krasse Leistung, finde ich zumindest. Gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal schlecht. Und ärgert sich jetzt hier unser Gegner oder wechselt er aus? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Oh, er Rage quittet. Ja, das ist ja super für uns. Das heißt, wir haben 2 Tore mit Rooney gemacht. Das sind 4 Packs. 1 Tor mit Van Persie sind 5. Für den Sieg gibt es 1 Punkt und fürs Rage Quit gibt es noch 1 Punkt. Also 7 Packs, die wir da aufmachen und gucken, ob wir da irgendwie unser Team verbessern können. So, das war wohl eine recht spannende Partie. Die Chemie ist nicht wirklich gut, aber ist mir Wayne, wie wir wissen. Wir machen jetzt also hier ein paar Packs auf und suchen uns aus jedem Pack einen Spieler aus, den wir da ganz gut finden. Der Rest halt nicht, weil sonst ist es vielleicht zu viel, was wir an Spielern haben. Hä? Gucken wir mal. Zack, erstes Pack. Oh, wir haben hier Bernard oder Brown. Clichy haben wir schon. Ich glaube, ich nehme mal Bernard. In die aktive Mannschaft. So, und den wechseln wir dann für Obraniak. Zack, in den Verein. Und der Rest kommt weg. Pack Nummer 2. Bin ich mal fett gespannt. Zack, da haben wir hier ihn. Und ein Free Pack. Oh, mal gucken. Ja, da würde ich sagen, wir packen mal Gibbs rein. In die aktive Mannschaft. Ich habe mir so überlegt, dass wir auswechseln müssen. Also wir machen Packs auf und müssen dann auswechseln. Ich könnte natürlich auch Clichy behalten. Und stattdessen ihn reinstellen. Ja, dann machen wir das. Ich kann natürlich das komplette Pack abstoßen. Oder eben einen entsprechenden Spieler austauschen. Und ich denke mal, wir machen das erstmal. So, der Rest weg. Also mit jedem Pack einen Spieler austauschen oder keinen. Ja, einen oder keinen. Und es gibt gerade 25k-Packs. Oh. Ah, nee, das haben wir uns nicht verdient. So, jetzt kommt Pack Nummer 3. Und da haben wir den Marcos oder ihn hier. Und ich denke mal, wir nehmen ihn. In die aktive Mannschaft. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und wechseln ihn hier dafür hin, ne? Machen wir so. Den Verein. Und der Rest weg. Pack Nummer 4. Wenn es so weiterläuft, wer weiß. Kann ja gar nicht mal so schlecht sein, ne? Und Fazio. Fazio finde ich nicht so gut. Maggio. Gaetan. Ich glaube, wir nehmen mal Gaetan mit. Aktive Mannschaft. Wen haben wir denn auf LM? Ja. Ja, doch, machen wir. Das ist okay. Der Rest kommt weg. Pack Nummer 5. Aber mit dem Zählen ist schwierig. Das wisst ihr, ja. Das mit dem Zählen, das kriege ich nie so gut hin. Zack. Destro. Oder ihn hier. Wir können auf jeden Fall die Dinger mitnehmen. Ne, davon nehme ich nichts mit. Jetzt Nummer 6. 6, ja. Und da haben wir Green. Das ist gut. Toulalon, Adriano. Ich denke mal, wir nehmen mal Green als Torhüter mit, ha? Das hört sich eigentlich gar nicht schlecht an, denke ich. Green. Aktive Mannschaft. Wie sieht da unser Torhüter gerade aus? Hier. Ja, aber ich finde es ganz gut. Wir nehmen ihn mal mit in den Verein. Und der Rest dann weg. Letztes Pack. Letztes Pack, mit dem wir uns hier aufwerten können. Mal gucken. Können wir was davon mitnehmen oder nicht? Kuka Lampert. Ja. Kuka
Nee, ich denke, davon nehmen wir nichts. Dann war es das auch erstmal mit der Folge, soweit. Also ich versuche die Regeln mir gerade selbst noch so ein bisschen zurechtzubiegen, so wie ich das halt interessant und gut finde. Dass wir nicht durchgehend alles in den Verein packen, sondern dass wir, wenn wir ein Pack aufmachen, einen Spieler daraus nehmen müssen oder ihn eben, oder alle Spieler eben abstoßen. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Man kann so das Team halt auch aufwerten. Die Chemie ist natürlich jetzt nicht die beste, aber ich finde das schon gar nicht so schlecht. Und ich denke mal, das können wir erstmal so nehmen. Ich bedanke mich erstmal bei euch wieder fürs Einschalten. Macht's gut. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Den Daumen gerne nach oben da lassen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.